Ja, das neue Setup ist immer noch nicht optimal mit der Kamera und so. Aber hey. Sorry. Willkommen zum heutigen Stream. Ja, ein bisschen früh heute. Dann Mittagspause und dann geht's weiter. Ja, die Kamera ist halt viel zu nah, ne? Ich muss einfach ein bisschen weiter weg. Ah. Und ja, vielleicht machen wir es heute zu Ende tatsächlich. Das kann echt sein. Wieder weiches Screen, einfach meine Kamera komplett überblendet. Und Problem ist halt mit dem neuen Set, die Kamera ist jetzt weiter vorne. Und hier ist ein. Hört ihr das? Ja, hier ist ein Regal. Ja, so. Keine Ahnung, 10 cm über der Kamera. Und dieses Regal blockt halt das Deckenlicht, was halt da ist. Also so ziemlich genau über mir, ein bisschen hinter mir, über mir. Und der Bildschirm ist jetzt halt so schon so 10 cm näher dran jetzt an mir und 10 cm näher an der Kante von diesem Regal, dass das Deckenlicht in die Kamera reinscheint, wenn ich so mache. Ihr seht hier so ein bisschen Lensflare hier oben. Weil da das Deckenlicht ist. Das scheint dann hier rein und dann gibt es Lensflare. Und dann muss ich diese Abdeckung, ne, hier ist so eine Abdeckung, so positionierst, dass die Lichtstrahlen von oben blockiert. Ich warte auf den Moment, dass diese Abdeckung der Schwerkraft nachgibt und einfach zugeht und dann seht ihr nichts mehr. Ich kann sonst einfach die Birne drehen. Ne, ich kann einfach die Birne umdrehen, dass woanders hin scheint. Aber mich hat auch dunkler. Ne? Und dann ist der Platz, mein Schreibtisch dunkler. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt. So, genau, wir waren hier in der Burg von Foltest, haben mit ganz Das vielen Leuten wird den Foltest König geredet, gar nicht freuen. mit Foltest gewürfelt, beziehungsweise ihm beim Würfeln abgezogen. Hunderte Orens hat der König verzockt. Und Gegen alle Regeln handeln. jetzt bringt er uns Sache halt für sie mal. Ja? Ich möchte nach Visima zurückkehren. Seid ihr bereit, Herr? Bin ich. Das Wasser scheiße aus. Ja, wo ist denn die Burg überhaupt? Und wo landen wir denn hier an? Das ist doch nichts. Kein Landesteg und nichts. Aber wir können ja einfach über die Mauer. Na gut. Kann ich auch in die Stadt reinkommen. Ich will mal wissen, wo diese scheiß Burg ist. Da? Sind wir von da dann hier runter? Vom. Na, da ist die Insel. Ja, hier ist das Dorf und die Felder. Das ist der Sumpf mit dem Turm. Das hier ist, glaube ich, der Friedhof. So, man sieht, hier ist eine Verbindung. Das ist der Friedhof im Sumpf, glaube ich, der erwähnt wurde. Und hier ist, aus Akt 1. Er spielt alles nur in Vizima und Umland. Hauptmann der Wache, Hauptmann der Wache, Hauptmann der Wache. So viele Hauptmänner der Wache. Also einfach High-Level-Wachen. Denke ich mal. So, lokale Karte bitte. Tor zum Deich. Feldlazarett, Schmiede. Das Alt-Vizima ist nicht so groß, kann das sein?
ein Geschenk der Götter. Shani hat uns von euch erzählt. Wir haben uns im Krankenhaus des heiligen Majoran im Tempelbezirk von Vizima getroffen. Habt ihr Shani gesehen? Ich habe gehört, sie hat ein Feldlazarett eingerichtet. Wir wollten dorthin. Aber wegen der Kämpfe schaffen wir das nicht allein. Ritter des Ordens und Skoyatel kämpfen auf jeder Straße, auf jedem Platz. Ihre Regel lautet, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ein Glück, dass ich mich nicht in den Krieg habe hineinziehen lassen. Hilft ihr uns, das Krankenhaus zu erreichen? Bleibt dicht bei mir. Ich werde versuchen, den Kämpfen auszuweichen. Ich hasse so Eskortmissionen. Schnell, es ist gefährlich. Schwester? Unser Kommandeur hat uns verboten, für eine Seite in den Kampf zu ziehen. Das verstehe ich nicht. Unser Kommandeur hat uns verboten, für eine Seite in den Kampf zu ziehen. Das verstehe ich nicht. Ja, wir sollen den Kämpfer aus dem Weg gehen. Wie machen wir das? Sind wir die Armee oder die verdammte Stadtwache? Wie gesagt, die Stadtwache. Und damit auch die stehende Armee der Stadt. Kann man hier über die Palisaden dahin kommen? Nö. Absolut nein. Ich muss entweder hier lang oder da rechts lang. Aber hier sieht man ja, ist keine Kämpfe mehr. Die sind weg weitergezogen. Bis auf diesen Infantil des Ordens. Ah, ganz viele Ordensleute sind hier. Man greift ja nicht die Plünderer an. Feldlazarett. Ich muss auch zum Feldlazarett, ne? Krankenhaustür. Ja, wir können jetzt durchlaufen. Ich bin so müde. Danke. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Ja, ich bezweifle, dass diese Schlechter uns verschont hätten. Es war mir ein Vergnügen. Was nützt dieser Krieg, wenn die anständigen Bürger wie Simas am meisten darunter leiden? Die meisten Stadtbewohner sind weder für den Orden noch für die Elfen. Sie wollen nur Frieden. Zeit für Entscheidung. Ein Wendepunkt. Ich habe meinen Weg gefunden. Es lohnt sich nicht, für Ideale zu sterben. Schon gar nicht, wenn sie auf Hass basieren. Ich wählte die Neutralität. Ich bin ein Hexer. Meine Entscheidung gefiel keinem. Ja. Aber Neutralität ist eigentlich schon das Richtige. Es wäre halt am besten, wenn dann beide mich in Ruhe lassen und nicht beide gegen mich sind, aber. Ja. Können wir euch helfen? Wir haben viel Arbeit, aber wir finden Zeit für euch, falls ihr uns darum bittet. Aber nicht jetzt. Shani würde uns umbringen. Dann sehen wir uns später. Willkommen. Ihr habt ein Krankenhaus eingerichtet. Gut bemerkt. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich habe alle Hände voll zu tun. Außerdem bin ich eures Vertrauens offenbar nicht würdig. Wovon redet ihr? Von all dem. Ihr habt sehr deutlich gemacht, wer das Vertrauen eines Hexers verdient und wer nicht. Mit wem ihr von Zeit zu Zeit ins Bett steigt und wem ihr ein Kind anvertraut. Aber... Genug. Die Verwundeten brauchen meine Hilfe. Ach, Shani. Meister, seid ihr ein Hexer? Ja. Bin ich. Was gibt's? Meister Geralt, die Bestie ermordet die Leute. Was ist passiert? Die Striege tauchte beim Turm auf. Ich wurde geschickt, einen Hexer zu holen. 5 Soldaten mussten schon ihr Leben lassen. Helft uns. Welcher Turm ist es? Der höchste in diesem Viertel. Der, den die Skoyatel in Brand gesteckt haben. Ich bedauere meine Hingabe an den Orden. Ich kann den Kampf kaum erwarten. Kommt später wieder. Kommt später wieder. Meine Fresse, die... Vom Krieg verkrüppelte Jünglinge werden durchs Land ziehen. Die Menschen leiden, die ich will helfen. Tragen keine Schuld. Sie ist halt einfach nur Butthurt. Sie wurden von Unruhestiftern aufgehetzt und will nicht reparieren.
Es hat niemand mitgeholfen, wenn die so absolut butthurt ist. Mensch, Shani. Ich möchte euch gern wiedersehen. Ich bin so müde. Schwester? Nee, nicht Schwester. Bruder, wir wenn wir... Wir werden alle sterben. Ich fürchte Shanis Eifersucht. Ach du Scheiße. Wir haben Schiss vor Shani. Die Anderlinge tragen keine Schuld. Wieder. Sie wurden von Unruhestiftern aufgehetzt und in den Tod geschickt. Kriege beim Turm, aber das Shani ist doch ein Quest für Shani, ist jetzt abgeschlossen. Ich muss einfach nur Gizu schlagen. Lass dir von ihr Vorwürfe machen und dann geh wieder. Digga. Lass mich mal in Ruhe. Holt raus, was zu holen ist, und dann weg hier. Was war denn das jetzt, Kollegen? Kalkstein. Was habt ihr hier zu suchen? War mit Kalkstein Geld für zwei Söldner? Nur mal so eine Frage. Weil Leute ihren Job nicht machen, by the way. Ja, gut, vielleicht kennt man ja auch einen Hexer, ne? Aber ich bin dabei bekannt genug, das Team zu erkennen. Der ist ja nicht mal hier, der Typ. Das Leben in der Armee ist hart. Der ist ja nicht mal da. Rennt der des Nachts rum? Meister? Erzählt mir mehr von dieser Striege. Was soll ich sagen? Sie ist die striegigste Striege, die es gibt. Habt ihr sie gesehen? Offen gestanden, nein. Lebt wohl. Achso, das ist ja hier der Turm. Steht der Typ auch hier. Das sind auch die fünf Männer, die ihr Leben gelassen haben. Wegen der Striege. Aber 20 Uhr. Striege mit dem Schwert? So, keine Striege. Tod den Wechskerlen. Was bist du? Ja, du bist keine Striege, wollte ich sagen. Endlich ist das Ungeheuer tot. Warum seid ihr hier? Ich hörte, die Soldaten kämpften gegen eine Striege. Daher wollte ich Vizimas berühmte Striegenprinzessin selbst einmal sehen. Das ist zwar keine Striege, aber dennoch interessant. Werdet nicht zu euphorisch, Kalkstein. Ich werde diese Soldaten dafür bezahlen, dass sie die Überreste in mein Labor bringen. Und später werde ich... Moment. Wenn das keine Striege ist, was dann? Eine Kombination aus Alchemie, Genetik, Biologie und schwarzer Magie. Ein Mutant wie ihr. Ich kann es kaum erwarten, mir das näher anzusehen. Wie ich? Ähnlich. Magie und Alchemie beschleunigen die Mutation.
Die Nebenwirkungen sind praktisch unkontrollierbar. Es ist höllisch schnell und stark. Um mehr zu erfahren, müsste ich es sezieren. Ich denke, ich weiß, wer dahinter steckt. Wisst ihr, woher es kam? Die Soldaten sagten, es kam aus dem Friedhof im Sumpf. Nehmt diese Schriftrolle. Sie enthält die Formel für einen mächtigen Trank, der euch hilft, die Striege zu bekämpfen. Die Salamandra werden kühler. Aber ist die Striege hier oder nicht? Beschleunigte Mutation und Experimente an Menschen sind eine schmutzige Sache. Und alles basiert auf gestohlenen Hexergeheimnissen. Die ihr seit Jahren hütet, ohne der Versuchung zu erliegen. Herzlichen Glückwunsch. Na gut, aber was ist mit dieser Striege? Wenn sich die Soldaten irren, ich hörte Gerüchte über gewisse Ereignisse im Sumpf. Was für Gerüchte? Macht schnell. Es heißt, in der alten Kapelle dort wurde eine Leiche gefunden. Auseinandergerissen. Der Dickdarm soll 1,5 Meter lang gezogen gewesen sein, die 6,5 Meter Dünndarm darum gewickelt. Das reicht. Danke. Okay, der Tank soll gegen die Stücke helfen, aber ich brauche ein Striegenherz dafür. Jetzt weit zum Haar unten, da feiert man schon. Momentan lasse ich halt auch nicht folgen, selbst mit meiner 100%igen Chance, weil die hat wieder Resistenz und wahrscheinlich ist das nur eine 50-50 Chance oder sogar weniger, ich weiß es nicht. Wie das hier funktioniert, ob Resistenz 50% macht oder wie viel. Keine Ahnung. Beziehungsweise verschiedene Kreaturen werden verschiedene Resistenzen, also stärkende Resistenzen haben, ne? Gut, ist ja auch resistent, aber nicht so resistent wie Grafeier, aber, ne, das ist... Oder Zementare. Geralt? Hast du irgendwas, was ich brauche? Nö. Wobei, das ist Donners, ihr habt bereits gelesen. 600, ja komm her damit. Peter Wörtern kennen wir schon. Auch wenn wir die Rolle noch nicht haben. Der König will, dass ich mich um die Striege kümmere. Einst interessierten mich Vampire. Leider konnte ich nie ein lebendes, ich meine, ein untotes Exemplar untersuchen. Um die Striege zu besiegen, müsst ihr eine Nacht in der Nähe ihres Verstecks überleben. Ich empfehle euch, Waffenfette zu besorgen, besonders Argentia und Zinfridöl. Eure berühmten Hexerzeichen sind ebenfalls nützlich. Irden hält die Prinzessin kurz auf, sollte sie Amok laufen. Kalkstein, ich habe mich gefragt... Ja? Habt ihr bei euren Studien der Mutation ein Heilmittel gegen Unfruchtbarkeit gefunden? Tut mir leid, Geralt. Das habe ich mir gedacht. Lebt wohl.
Warum will Geralt Kinder haben? Habt ihr von Rabes Rüstung gehört? Eine interessante Legende. Ein Wissenschaftler könnte viel über Gnomentechnologie daraus lernen. Könntet ihr Rabes Rüstung nachbauen, wenn ich euch die Komponenten bringe? Ja, aber ich brauche ein paar Sachen. Die Rüstung von Graf Kobus Ruita, der in der Schlacht von Brenna fiel. Sein Leichnam liegt samt Rüstung in einer Gruft auf dem Friedhof. Der Friedhof im Sumpf. Kobus Ruita. Kein Problem. Noch etwas? Die Schriftrolle eines Elfenmeistersängers. Versucht es auch dafür auf dem Friedhof im Sumpf. Das Grab eines Elfenmeistersängers plündern. Was noch? Ebenfalls im Sumpf findet ihr eine alte Mine. Sucht darin einen Stein, der empfindlich auf Magie reagiert. Ich kenne einige Zauber. Wenn ihr die korrekte Abfolge von Zeichen benutzt, öffnet der Stein einen geheimen Durchgang zum Versteck der berühmten Zauberin Agnes von Glanville. Interessant. Hütet euch aber vor Ungeheuern, die sich dort eingenistet haben. Wenn ihr das Versteck erreicht, findet ihr eine magische Formel in einer Truhe. Bringt mir diese Formel und ich fertige euch die Rüstung des Hexers an. Welche Zeichenkombination sollte ich benutzen? Art, Igni und dann wieder Art. Aber verrat das niemandem. Und natürlich brauchen wir Rabes Rüstung. Ich glaube, ich hole erst die Rüstung feuchtig kriege, damit ich bekämpfe. Ich lasse die da hinten mal machen. Die sollen ihre Leichen fressen. Muss warten, bis die Jägerin vom Orden getötet wird. Oder wegrennt. Ich kann kaum sprechen. Ich muss auch mal wieder zurück zum Damm. Gleich. Um mein Inventar bei Rittersporn. Ich bin die Schmiede links. Aber da komme ich nicht hier ohne die Kämpfe. Was macht ihr denn da? Doch. Er ist mäßige Schmiede. Zwergenschmied? Nee, im Orden der Schmied. Ich hätte gedacht, das ist das Zwergenschmied. Ich weiß ja auch, dass ihr den Zwillung. Wie kann ich helfen? Ihr benutzt Schmiedetechniken der Zwerge? Niemals. Anderlinge beten garstige kleine Götter an und ihre Erfindungen sind Teufelswerk. Ich bin nicht die Inquisition. Ich habe von Techniken gesprochen. Ich habe Schriftrollen über Schmiedetechniken der Zwerge gesehen. Das ist alles. Ja, dann kann ich auch nur Schwerter schmieden. Aber die sind gar nicht mal so geil. Die selbst gemacht. Vielleicht zu denen, die wir schon haben. Lass mich einfach in Ruhe, Leute. Ich hatte doch das Ironblight, ne? Ja, Ironblight. So, Feldlazarett, alter Brunnen, Tor zum Deich. Hier ist ein Square Tell versteckt. Krankenhaustür. Haus. Ich stehe schon nach oben, aber wir gehen nach unten. Just saying.
Geh nach unten, geh nach oben. Die Karte öffnen. Die Orientierung. Ihr werdet sterben, Mensch. Lass mich doch alle in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ich bin infiziert. Bleibt weg. Ich bin immun. Blaubeeren nicht. Ich muss zum Deich. Ich bleibe arm, wer auch am Ende siegen mag. Man muss das jetzt zu Ende machen. Die Stadt brennt. Wir sind verloren. Buch nehme ich auch mit. Ja, könnten Fisch haben. Ich muss. Nein. Ich vermisse das. Der mit mir geredet. Warum machen die das? Warum machen die das? Ihr bewegt euch wie eine Fliege in Sirup. Lass mich in Ruhe. Einen Schritt näher. Nur zum Deich. Kann ich nicht. Gut, jetzt muss ich den Zwerg töten. Die anderen sind weg, aber der Zwerg muss sterben. Das Makam kann ich die Axt schmeißen. Achso, das ist so eine Axt. Kommt in einem abgeschlossen. Das ist, glaube ich, gar nicht Witcher 1. Nee, ist es nicht.
Okay, man hilft in der Stadt irgendwo auf Rittersporn. Ich weiß noch nicht wo. Also ich stand nach einer bestimmten Stelle trifft man den wieder. Ich weiß natürlich nicht, was für eine Stelle das ist. Was haben wir denn hier? Na gut, wenn ich ein Bogenschütze wäre, wäre das cool. Ich muss die Skelette jetzt töten hier. Ich bin jetzt da rein. Ich liebe das! Ach Gott! Keinen Schritt näher! Ich hatte jetzt einfach selektiver, da war ich auch schon drin, selektiver mit meinen Sachen. Was halt im Winter. Keinen Schritt näher, Dreckskerl. Den Gang war ich auch schon. Naja. Ich vermisse das. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Das ist nicht gut. Ja gut, wenn du sterben willst, dann sterb halt. Du bist so viel. Ach, was für schreckliche Zeiten. Wenn du unbedingt sterben willst, ich vermisse das. Oh, und dann wird das Spiel ab. Stunden, ja. Wenn ich bin halt auch ein langsamer Spieler. Ich würde sagen, im Schnitt ist das Spiel 50 Stunden lang. Ohne Addon. Das habe ich so am Anfang, habe ich auch sogar gesagt, nach dem Markt 1, dass ich auf 50 Stunden etwas schätze. Ohne Addon. Natürlich. Oder habe ich mitgesagt? Ich weiß nicht mehr. Der zergert einfach weg, ne? Oh, da ich war noch gar nicht im Tor. Habe ich einen Soldatenfuß dabei? Ich vermisse das. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt schon da war oder nicht. Ich war da, als wäre da noch ein Zwerg. Der Helfersteck sind die jetzt auch. Ja. Ihr werdet sterben! Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ganz ehrlich nicht. Mal gucken, ob der Yavin oder so ist, mit dem man reden kann. Ich habe jetzt kein Interesse, das Versteckte irgendwie auszurotten. Halte dieses Schwert einfach von meinem Gesicht fern. Ja, Hauptmann der Wache ist hier. Hier bin ich reingekommen. Das ist die Parallelstraße mit noch mehr Hauptmännern dabei. Sind wir die Armee oder die verdammte Stadtwache? Helf mir nicht gegen den Orden. Sind wir die Armee oder die verdammte Stadtwache? Sind wir die Armee oder die verdammte Stadtwache? Lang lebe der König. Lang lebe der König. Komm. Sind wir die Armee?
Armee oder die verdammte Stadtwache? Ne, man sieht ja, mir geht's nicht, ob man nicht gegen kämpfen kann oder so. Für eine Seite in den Kampf zu ziehen. Wir sind super schwach. Das verstehe ich nicht. Sondern ich bin neutral und ich will halt nicht angreifen. Ich will keinen von denen töten. Aber ich will halt zum Healer zum Beispiel. Meine Eier, Junge. Verdammt bin ich. Wir können handeln. Für den Moment. Wir handeln. Okay. Die Bücher fehlen mir noch. Kannst nicht lesen. Ich schon mal was zum Lesen. Ja. Yeah. Aha. Wir reden. Ich bin nicht zum. Ich will keinen Ton. Entweder. Na ja, gut. Seid ihr mit den Anderlingen oder mit dem Orden verbündet? Ach egal, solange mir nicht in die Quere kommt. Wieder noch. Was mit der Musik los? Für den Sieg! Gut, dass die einfach nur vorbeigerannt sind. Aus dem Haus hier, ne? Da geht's nicht lang. Auf der Karte schon, aber ich sehe, dass es da nicht lang geht. Verdammt. Nee, den lasse ich jetzt in Ruhe. Mach mal hier hinten, aber nicht das alles zu. Alles zu. So, dann. Ich geh doch mal ins Krankenhaus. Und Charlie ist wieder da. Was ist mit der Striege passiert? Falscher Alarm. Ein Mutant hat die Soldaten angegriffen. Braucht ihr Hilfe? Nicht mehr als jeder andere. Lasst mich entscheiden. Charlie. Ihr scheint wohl auf zu sein. Habt ihr keine Angst, dass die Ritter des Ordens oder die Elfen auftauchen könnten? Beide denken doch, ihr versorgt den Feind. Für mich sind das keine Feinde, nur Verwundete. In diesem Krankenhaus unterscheiden wir nicht zwischen Völkern und politischen Standpunkten. Das habe ich in Brenner gelernt. Rotschopf hat dort Nilfgaarder und auch unsere Leute behandelt. Einen Patienten hat er sogar mit seinem Körper geschützt, als Elfen kamen. Hoffentlich habe ich auch den Mut, meine Patienten zu beschützen. Ich bin sicher, das werdet ihr. Allerdings wäre es mir lieber, ihr würdet fliehen. Schön zu hören. Warum erzählt ihr mir das alles? Was war das für ein Geräusch? Ich verabscheue euch, Leute. Ihr behandelt Menschen, wie ich sehe. Wir verwunden sie, damit sie sterben. Und ihr behandelt sie? Wie unlogisch und in höchstem Maße gegen unsere Interessen. Raus aus meinem Krankenhaus. Auf den Straßen könnt ihr euch nach Herzenslust gegenseitig umbringen. Aber lasst euch hier nicht mehr blicken. Shani,
Vorsicht! Tötet die Däune! Schlitze euch auf, haariger Affe! Kämpft! Haltet sie auf! Ich schlitze euch auf, haariger Affe! Meine Lungen alle sterben. Das ist ein Affe. Sie wollten die Verwundeten abschlachten. Wie kann man nur so tief sinken? Ich habe in der Stadt Schlimmeres gesehen. Danke. Im Namen aller Patienten. Die dürften euch nicht mehr behelligen. Auf bald. Lebt wohl. Ja, die kommen auch. Was geht hier vor? Ihr kommt zu spät. Die Angreifer sind bereits tot. Geht jetzt bitte. Ihr macht den Verwundeten Angst. Alle Anderlinge festnehmen und verhören. Wer gab euch diesen Befehl? Unsere Kommandeurin, die Weiße Reila. Ergreift sie! Seid ihr verblödet, Soldat? Ihr geht entweder zu Fuß hier weg oder liegt tot auf dem Rücken. Sterbt, Ungeheuer! Nein! Er benutzt seinen Gruppensilber nicht. Sterb, Gauner! Der Gruppenstahl nicht. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Alles zum Ruhme des Ordens! Ich muss einen starken Stahl nehmen. Angriff zum Ruhme des Ordens! Also bei den Elfen kann man das Gruppending benutzen, bei denen nicht. Ist auch nervig, ne? Hier habe ich nervig. Falsch. Braucht nicht. Lasst ihr für das ich. Ihr Schatte. Ich verabscheue euch, Leute. Nein, nicht. Nein, nicht. Kämpft! Haltet sie auf! Nein! Gnade! Kämpft, ihr Rummel! Ich kann auch nicht speichern dazwischen. Sie wollen. Ich. Danke. Ihr. Ab und. Sterb. Angriff zum Ruhme des Ordens. Kandaradei. Thank you.
das denn schaffen, ey? Der Gruppenstil funktioniert ja nicht. Das würde ich halt eh nehmen. Früher nie Gredo-Schwalbe trinken. Was falsch braucht nicht? Lass ihr für das ich. Am Ende vom Elfenkampf. Der super easy ist, vergleichsweise. Wenn man dann gucken, was die benutzen kann. Setze euch auf, haariger Affe! Kommt her! Ich sehe euch an. Nein! Ich danke. Sieht man, dass wir hier zwei Kämpfe haben. Der Ohren alleine wäre schon zu krass. Irgendwie. Ich flehe. Angriff zum Ruhme des Ordens! So lang diese Animation. Kämpf! So schwach. Doch nicht. Der eine hatte nur Low Life anscheinend. Angriff zum Ruhme so, jetzt sind noch der Typ. Alleine ist der aber kein Problem. Auf die Knie, Schurke! Holy shit. Ich brauche etwas zu trinken. Unglaublich, dass die uns umbringen wollten. Braucht ihr noch mehr Hilfe? Ich muss zum Friedhof im Sumpf. Ohne die Medizin der Druiden erlebt die Hälfte dieser armen Teufel den morgigen Tag nicht. Perfekt. Da muss ich auch hin. Wir schleichen uns durch. Gehen wir. Hinten raus. Meiden wir den Kampf. Nee. Ich will da noch nicht hin. Jetzt ohne mich. Die Pest. Meine Lungen. Das ist eine Art Fluch. Ja, der geht jetzt ohne mich. Schlechte Nachrichten. Ich habe einen Blick in die Gasse geworfen. Das ist der einzige Weg. Und da wimmelt es von Nekrophagen. Kein Problem. Oh Mann. Mich nicht. Ja, dann renn doch nicht so vor, Schani, wenn ich weiß, dass die Gute dich töten. Verdammt nochmal.
Der Hehler kämpft mit. Interessant. Nein, nicht den Hehler angreifen, wie alt. Greift der den Hehler an? So viele habe ich nicht mal nach der Schlacht von Brenner gesehen. Die ernähren sich schon seit Monaten von Pestopfern. Das Feuer muss sie hierher gelockt haben. In dieser Richtung sind noch mehr. Ja, bleib doch einfach mal stehen, Charlie. Gut, Charlie bleibt stehen. Ja. Was, wo der jetzt herkam, der Healer? So eine Sirikaniensbombe. Der geht gar nicht lang. Noch ein kleines Stück. Aber es geht doch gar nicht. Oder. Aha. Wir müssen wohl einen anderen Weg finden. Wenn ich die Wahl habe, kämpfe ich lieber gegen Ungeheuer, als mich in fremder Leute Schlachten verwickeln zu lassen. Dann ist das wohl der einzige Weg. Gehen wir. Ich war bei Schmied, ich war hier, da. Hier war sowieso nichts. Ja, gut. Ich kann hier hinten lang. Das Metzger, das würde mich auch interessieren, ne? Da würde ich jetzt noch hinwollen, eigentlich. Der Metzger dafür ein Buch. Nix. Kein Eintrag. Zahnarzt, der Metzger. Hexer Geralt, was führt euch hierher? Sahin Schmerz. Das erklärt das Stöhnen. Schon mal von Narkose gehört? Natürlich. Aber ich bin allergisch gegen Kräuter. Das Geschäft läuft wohl nicht gut. Das Stöhnen muss potenzielle Patienten abgeschreckt haben. Es lag nicht am Stöhnen. Es liegt an diesen blutigen Unruhen zwischen den Elfen und dem Orden. Allerdings habe ich so etwas Zeit, meiner Leidenschaft nachzugehen. Ich sammle Zähne. Habe ich das nicht gesagt? Und jetzt bei diesem Krieg gibt es so viele interessante Exemplare. Seltsames Hobby. Ist es das? Für mich wirkt es wie jedes andere auch. Dieser Ort ist seltsam. Er war einst eine Folterkammer. Bleiben die Patienten deshalb aus? Vielleicht, aber er hat doch etwas Gutes. Als ich hier eingezogen bin, waren schon fast alle Instrumente hier, die ich für meinen Beruf brauche. Ja. Hier ist der Kiefer eines Zementauren. Kräftige Zähne, die Knochen zermalmen, um an das Mark zu kommen. Eine wahre Delikatesse für Aasfresser. 150 Orins. Ich habe Verschlingerzähne gefunden.
Bezahlung wie eine alte Frau. Wie meine Patientin. Sie wollte eine Goldkrone und fragte dann, woher das Gold kam. Mein Vetter Ivan hat es von einem Toten stibitzt. 125 Ohrens. Und hey. Stand 150. Ja, wird noch 150 gegeben. Wie? Ich habe die Fangzähne eines Alps. Interessant. Alps injizieren ihren Opfern ein Narkotikum. Vielleicht kann ich es extrahieren. Vielleicht kann ich ein Narkotikum herstellen, das meine Allergie nicht verschlimmert. 150 Ohrens. Wie? Was fehlt denn noch? Bestes Bargästschädel. Bargästschädel. Habe ich dem kein Bargästschädel gegeben? Auf jeden Fall noch Bargästschädel. Achso, und der Zahn von einem Kämpfer. Gebt auf euch acht. Bis euch ein. Na gut. Wir kämpfen im Sumpf. Auf Hauskämpfer. Einen Zahn. Ja, und Bargästschädel. Bargästschädel habe ich auf der Bank. Hoffentlich. Oh ja, ja, ich hoffe es wirklich. Schlimmer. Moment. Ich kann die Lücke in der Mauer sehen. Oh, ich weiß nicht, ob ich noch Bargeldschädel auf der Bank habe. Verdammt. Oder ob wir noch welche finden können. Das hier weg. Nö. Das ist ja vielleicht eine Abkürzung oder sowas. F5. Jetzt die weiße Reiler. 5. Aha. Die Viecher sind wirklich garstig. Kostet den Stahl des Ordens. Ist das die Evan? Wir müssen hier raus.
Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Wir müssten bald im Sumpf in Sicherheit sein. Oh nein, jetzt kann ich die nicht looten. Unfair. Oh, wie schrecklich. Ich hatte noch nie solche Angst. Ihr wart sehr tapfer. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Wohin soll ich euch bringen? Ich habe einiges zu erledigen. In der nahegelegenen Druidenhöhle bin ich sicher. Nein, ich habe euch Unrecht getan. Diese Lotzrüge-Armee hier, ne? Zwar theoretisch, aber... Oh nein, jetzt kommen die auch noch um die Ecke. Lass mich doch jetzt erstmal diese blöde Pflanzen bekämpfen. Flammenrose! Hexe, ist alles in Ordnung? Ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Ich bin Jacques de Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose. Gerald von Riva, Hexer. Ich habe viel über euch gehört und kenne eure Taten. Aus einer verlässlichen Quelle. Siegfried. Erklärt das bitte. Gerald von Riva bittet mich um Erklärungen. Er, der sonst andere so großzügig an seinem Wissen teilhaben lässt. Vergebt mir, dass ich nicht lache. Ich habe nur den Witz nicht verstanden. Ich habe nicht vor, ihn zu erklären. Im Gegensatz zu euch bin ich ein Mann der Tat. Ich möchte lachen, wenn ich mich eurer pseudophilosophischen Reflexionen erinnere. Hexe, nur die Zeit kann uns lehren. Nur mit der richtigen Perspektive kann man begreifen, was Recht ist, wer Mensch ist, wer Ungeheuer, was das Böse ist und wie man es überwindet. Ich bin nicht in Ratestimmung. Erzählt mir doch einfach, weshalb ihr so verbittert seid. Anderenfalls sollten wir uns trennen. Verzeiht mir, ich bin manchmal etwas gereizt. Ihr müsst wissen, manchmal berichtet man mir von euren Taten und auch wenn ich sie nicht alle billige, höre ich sie doch mit Interesse. Und wie habe ich das Interesse des Großmeisters des Ordens der Flammenrose geweckt? Ich weiß gern, was in Temerien vorgeht. Das hilft mir, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Jedenfalls danke für eure Hilfe. Ihr seid zwar kein Mensch, doch es ist die Pflicht eines jeden Ritters, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Ein Bestandteil unseres Gelübdes. Hört sich wunderbar an. Eine Schande, dass nur noch wenige echte Ritter übrig sind. Siegfried. Um ehrlich zu sein, habe ich noch keinen kennengelernt. Doch, Siegfried. Ein Jammer, dass ihr das Gedächtnis verloren habt. Ich hätte euch an so manches erinnern können. War es etwa Siegfrieds ritterliche Pflicht, euch über mein Privatleben zu informieren? Siegfried ist keine Klatschbase. Und selbst wenn er es mir erzählt hätte, dann nur aus dem Wunsch heraus zu helfen. Nein, ich hatte eine andere Quelle. Und welchen Namen trägt diese Quelle? Sie trägt viele Namen und ist launisch wie eine Liebste. Magie, Hexe. Ich verstehe. Wisst ihr etwas über den Orden? Der Orden ist von seiner Basis bis zur Spitze ein Ideal. Unsere Mission, unsere Vision.
Unser Ziel ist eine neue Welt, eine neue Ordnung, die nach dem weißen Frost kommen wird. Eine Welt, in der alle bekommen, was sie verdienen. Und zwar nicht durch Geburtsrecht oder Beziehungen. Eine Welt, in der die Starken den Schwachen helfen und Verbrechen, wie es sich gehört, bestraft werden. Eine Welt mit klaren Prinzipien und Idealen. Ihr müsst wissen, dass jeder uns beitreten kann, ob Bauer, Kaufmann oder gar Hexe. Ritter fordern keinen Lohn. Sie werden für Großtaten befördert. Ich nehme an, neutrale Hexer gehören nicht zu diesem Ideal. Hoffentlich wird eure wunderbare Vision nicht zum Albtraum. Ich hoffe, ihr versteht es, wenn die Zeit gekommen ist. Lasst euch nicht von mir aufhalten. Ich mag es nicht, wenn ich Leuten Gefälligkeiten schulde. Ihr habt eure Schuld beglichen. Ich verstehe das nicht. Ihr schuldet mir nichts. Unsere Pause ist beendet. Antreten! Lebt wohl. Ich gehe zur Höhle der Druiden. Meine Patienten brauchen ihre Medizin. Ich werde euch begleiten. Nicht nötig. Nach diesem Massaker dürfte es nicht mehr viele Ungeheuer geben. Na gut. Bis später. Ich höre es doch bis schon später. Wieder. Bis zum nächsten Mal. Dann beenden wir dieses Gespräch. Schafft Shani das jetzt, durch die Tuckentoten da? Das ist nicht gut. Ja, ignorieren sie. Warum machen die das? Wieder zurück noch für sie mal bitte. Sei noch nicht fertig hier. Hat man Jean-Pierre ganz gut Überreste, die ich mir noch holen wollte. Ich weiß gar nicht, wer Jean-Pierre war. Es ist eine Weile her, Hexer. Es heißt, die Prinzessin soll ein hohes Kopfgeld auf euch ausgesetzt haben. Ich bin erleichtert, dass ihr es euch nicht geholt habt. Hätte ich gewusst, wo ich suchen muss, wer weiß. Man muss schließlich leben. Ich weiß. Das ist ein alter Hut. Aber ich bin sicher, dass ich noch eine Chance bekomme. Das reicht jetzt. Ich bin geschäftlich hier. Ja? Habt ihr viel Arbeit? Könnte man sagen. Aber etwas fehlt. Ich habe vermutlich mehr Elfen und Salamandra getötet, als ihr Hühner gegessen habt. Ich fürchte, ich bin leicht gelangweilt. Ich brauche einen Tapetenwechsel. Eine Herausforderung. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, wo ihr mich findet. Lebt wohl. Weiß ich, wo man ihn findet? Ja. Lebt. Ja! Elfenschwert des... Was? Kann sein, dass jetzt die Truppen weg sind in der Stadt? Seid gegrüßt, Hexer. Der Kampf ist doch vorbei.
Was führt euch also hierher? Sicherlich keine Ghule. Ich bin nicht hier, um gegen den Orden oder die Anderlinge zu kämpfen. Richtig so. Welerat hat schnell reagiert und uns losgeschickt, um die Ordnung wiederherzustellen. Foltest fürchtet weitere Kämpfe. Was ist mit den Rittern und den Anderlingen? Die brachten sich gegenseitig um, als wir einschritten. Wir kühlten die verbliebenen Hitzköpfe ab. Wenn ihr also Ärger sucht, kehrt ihr besser um. Lebt wohl. Wie viel Blut muss noch vergossen werden? Wir konnten Ritter und Anderlinge kaum voneinander trennen. Ich bedauere meine Hingabe an den Orden. Gwynblade, es freut mich, dass ihr überlebt habt. Was? Warum? Seid gegrüßt. Ist der Kampf mit dem Orden zu Ende? Wir haben die Schlacht gewonnen, aber der Krieg wütet weiterhin. Wir jagen Nachzügler des Ordens, doch ich nehme an, dass wir uns bald wieder für den Kampf formieren werden. Wollt ihr ganz Visima besetzen? Mir wäre ganz Temerien lieber, aber Yevin ist vorsichtig und gerissen wie ein Fuchs. Es geht das Gerücht um, dass er mit Foltest verhandeln will. Lebt wohl. Warum warten und hier verrotten? Die Squirtelle haben gewonnen. Kann ich jetzt hier mit Yevin reden? Nur über den Ort hier looten. Der Heiler lebt wieder. Lebt. Wir können handeln. Zwei Heiler. Verflucht seien die Anderlinge und der Orden. Elfen und Menschen. Ich bedauere meine Hingabe an den Orden. Müßiggang macht mich gereizt. Geralt, was macht ihr denn hier? Ist Shani nicht mit euch zurückgekehrt? Sie dürfte erst in einigen Stunden wiederkommen. Wir haben genug Zeit. Herrje, er hat alles gehört. Die berühmten Sinne der Hexer. Er hat uns reden gehört? Geheiligte Melitele. Die Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, gebe mir Kraft. Aber danach beten wir gemeinsam. Mit den kranken Himmelgrund. Auf dem Boden, ach du Scheiß. Ja gut, wo ist denn der... Abgeschlossen. Wo ist denn die Hauptquartiere von dem Ort? Das alles nur ein Ende. Ja. Geh los. Wann hat das alles nur ein Ende? Weltkommune Zentrale des Ordens.
Okay. Ich weiß nicht, was das mit Jump hier auf sich hat, wenn ich ehrlich bin. Ja. Leb. So. Ich hasse den Sumpf jetzt schon wegen dem Layout. Oh Mann, ey, es ist so ein scheiß Layout. Ich hab schon keinen Bock mehr auf den Sumpf. Königliche Jägersmann. Seid gegrüßt, Meister Geralt. Warum seid ihr hier? In Vizima tobt der Aufstand. Die Leute bringen sich gegenseitig um. Das interessiert mich nicht. Die Druiden nehmen Unschuldige auf. Ich helfe ihnen und biete Schutz. Kann ich behilflich sein? Es heißt, tödliche Ungeheuer hätten sich nahe der Gruft in den Sümpfen eingenistet. Wisst ihr mehr darüber? Die Leute sprechen von einer Art Fledermaus und einer Vampirin. Könntet ihr euch das mal ansehen? Was könnt ihr mir noch sagen? Fragt, Hexer. Ihr beschützt Verbannte? Ja, liebe deinen Nächsten. Betet ihr das ewige Feuer an? Eigentlich nicht, aber ich bin vorsichtig und ein paar gute Taten können sicher nicht schaden. Lebt wohl. Geralt? Ich habe nur gerade mal geschaut, ob das die Striege ist, die Vampirin, aber nicht. Habt ihr die Medizin bekommen, die ihr brauchtet? Ich muss warten. Die Zubereitung von Medizin ist offensichtlich noch komplizierter als die von Tränken. Braucht ihr Hilfe? Nein, ich komme schon zurecht. Geht die Welt retten. Gebt auf euch Acht. Junge Elfin. Die Stadt brennt. Wir sind verloren. Alter Zwerg. Seewandpilze. Menschen sind seltsam. Peter Corbett, ich muss dir Geld geben. Hexer, ich muss mit euch reden. Ja? Ihr seid jüngst in Volltestsburg gewesen? Stimmt. Hatte meine Base Antoinette etwas für mich?
Ja, ich habe euer Gold. Vielen Dank. Zeit zu beten. Gute Nacht. Gute Nacht. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Gute Nacht, gute Nacht. Die Druiden wollen nie mit einem nachts reden, ne? Ich muss eh meditieren. Eh ein Level up. Und Toxizität. Der Schaden ist immer gut, ne? In Rüstung. Was gibt's, Reisender? Was macht ihr denn hier? Wir organisieren einen Protest gegen die Abholzung und die Ausrottung bedrohter Arten. Jetzt ist gerade nicht die beste Zeit dafür. Nach der Rebellion führen wir unseren grünen Protestmarsch bis vor das königliche Schloss. Wir protestieren, bis uns der König anhört. Wir haben Gesänge einstudiert wie »Rettet den Wald, macht vor Abholzung Halt« oder »Schlachtet keine Tiere mehr ab!« Ich würde vorschlagen, den Protestmarsch noch lange zu verschieben. Die Natur ruft um Hilfe! Lebt wohl. Da bringt mich Schein hinterher. Okay. Kurz am Ende des Spiels geht das nicht alles für einsam, oder? Wir werden eh nicht mehr so viel Getränke machen. Ist das jemals alles verbraucht? Also hier geht vom Buffet Couch zum Beispiel. Für den ganzen, was die Viecher halt trocken. Die Viecher. Ein Geistbad, davon haben wir irgendwie 3 Stück oder so. Ziemlich mit.
Ja, Büschelkraut en masse. Wir haben auch noch irgendwie 100 Büschelkraut auf der Bank. Nutzen wir doch eh nicht. Nutzen wir doch eh nicht den Shit. Überall Büschelkraut. Ich werde mal so ein bisschen ramschlos, ne? Die Phosphor sollte man behalten, vielleicht. Schatterer hier. Das ist jetzt besser mal hier. Und jetzt halt auch sehr selektiv mit dem Loot umgehen, weil ich den halt nirgends abgeben kann. Und erst relativ spät im Kapitel. Naja. Mm-hmm.
Ich dachte, das wäre das die Kreuzung gewesen. Hören können, dass es die Kombination war. Artig die Art. Artig die Art. Art, ich nie Art. Oder bin ich zu langsam? Kurz dafür, was erlaubt das ein bisschen. Mist. Was zum... Okay, hier steht, wenn das nicht klappt, soll man artartig die versuchen. Warum? Kasch hat ja auch gesagt, Art und Art. Ja.
Ja, Flüchtlingshülle steht hier. Da was von Mine gesagt. Das ist Buggy. Den Dialog. Schon. Endlich! Und wer mit Antoinette begrüßt ihr? Oh! Hier. Danke! Es ist was faul im Staate Temerien. Höchste Zeit auszuwandern. Ist auch ein kleines Wanderers und Zdenek. Wenn man Zdenek ist. Da kann ich jemand Pilz nehmen. War ich ein 50er Stick voll? Nee. Behalten war. Hm. Ist ein Schritt doch ähnlich. Geralt von Riva, Hexer und seit einiger Zeit berühmter Faustkämpfer. Man sagt, ihr habt keinen Namen.
Nennt mich einfach Zdenek. Ihr seht nicht wie ein berühmter Boxer aus. Sagt ihr? Wollt ihr mich herausfordern? Gut geraten. Seid ihr bereit für den Kampf? Nein. Nein. Dann kommt wie... Ich brauche Platz im Inventar als erstes. Doch, die Wandpilz 50 voll. Seid... Ich habe... Mir... Aber... Kämpft! Seid... Ja, immer. Immer. Na dann... Ist auf jeden Fall der Stärkste. Er weicht aus, der macht Doppelschläge. Dürfte uns auch irgendwie ausweichen manchmal. Macht diese Powerschläge. Ja, unser Ausdauer wurde doch leer. Er ist mit Abstand der Stärkste. Herzlichen Glückwunsch. Nur wenige haben mich je besiegt. Wenige? Es hieß, ihr wäret unbesiegt. Nur weil ich mir jedes Mal das Recht auf eine Revanche vorbehalte. Niemand hat mich zweimal besiegt. Wir kämpfen ein andermal. Ich bin müde. Ein Kampf pro Tag. Ich bin alt. Kampf pro Tag. Okay, ich muss mal wiederkommen. Dass das ein bisschen größer ist hier. Wie viele Katzen habe ich denn noch? Eine Katze. Ich weiß ja nicht. Hier steht ja nicht wieder auf, da war sie jetzt. Wurzeln sind eigentlich recht nützlich.
und relativ selten. Ja, komm, da ich so viel von den Viechern habe, von den Gehirnen, und keinen neuen mehr einsammeln werde. Und ich habe gesagt, der Funkne sammle ich nicht mehr ein. Schäfeln, das Perle, das muss ich alles mitnehmen. Verdammt. Ja, fast vor eigentlich auch. Toxin kann weg. Und. Kiefern brauchen wir noch. Weißt du was, weil hier so viele von dem Zeug rumfliegt, bist du Kraut? Ja, und das Auge. Ja, die sind aber selten, Mann. Und Blödsinn geblüht haben wir auch genug, ne? Die geht schon mal. Ich kann auch keine neue Katze brauchen. Das ist das Problem, ne? Ja gut, ich hab eigentlich guck durch die Kräuter, irgendwie krieg ich eine Katze hin. Zum nächsten Lagerfeuer mal Katze machen. Und hier drin ist auch keins. Bis jetzt. Ich sehe genauso wenig wie ihr, also keine Sorge. Wäre cool gewesen, wenn hier noch ein fünfter Sens brauche ich natürlich auch. Und Optima Mater.
um mich jetzt wieder. So, wir hatten ein Lagerfeuer, da kann ich einen Katzentank brauen. Immer. Na dann mal. Ausdauer. Mein Zahn! Wo ist mein Zahn? Hier, in meiner Hand, fürchte ich. Ach, behaltet ihn. Ihr habt mich zum zweiten Mal besiegt. Eine Premiere. Das überrascht mich nicht. Ihr seid ziemlich schnell. Ich bin der beste Bosskämpfer der Welt. Jetzt habe ich das mega super Art. Egal. So. Katze. Welche Katze habe ich im Inventar? Rubido. So, das heißt, ich brauche Rebis mit Rubido. Hallo. Und jetzt haben wir Creebriff mit Rubido.
Hexer Geralt? Ja? Stimmt es, dass ihr Zugang zu Foltests Hof habt? Der König hat mich angeheuert. Das kümmert mich nicht. Ich wüsste nur gern, ob ihr dort meine reizende Base Antoinette getroffen habt. Habe ich. Hier ist euer Gold. Vielen Dank. Söldner und Sima. Ah, ist das der Jean-Pierre? Lach mich tot. Nee, vor nix. Aber es gruft das im alten Herrenhaus. Ich will mal zum alten Herrenhaus. Denn dort soll ein Lager sein. Aber Herrenhaus ist wahrscheinlich. Nee, auf dem Strieger ist da. Wett. Bist du hier? Niemand darf hier durch. Befehl des Großmeisters. Wie wäre es mit einer Ausnahme? Seid ihr verrückt, Hexer? Vielleicht. Wie ich sehe, seid ihr befördert worden. Was meint ihr damit? Der Großmeister hat euch mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, diesen Bereich des Sumpfs zu bewachen. Was habt ihr gesagt? Ihr könnt mich nicht provozieren, Hexer. Ohne triftigen Grund kommt ihr hier nicht durch. Der Grund ist, dass ich mein Inventar aufräumen will, Mann. Niemand. Wie wäre es? Was? Nee, kann ich hier nicht. Auf den Rabeskruft. Ich höre Geräusche hinter dieser Wand. Da drin muss irgendetwas sein. Das ewige Feuer muss euch geschickt haben, Meister. Warum seid ihr hier, guter Mann? Ich suche das Grab von Rabe, dem großen Krieger. Es heißt, es birgt ungeheure Reichtümer. Habt ihr etwas gefunden? Grässliche Ungeheuer haben mich angegriffen und dann sind Steine herabgestürzt und ich war eingesperrt. Wärt ihr nicht gekommen, Herr? Beeilt euch, solange der Weg frei ist. Ich kümmere mich um diese Ungeheuer. Ich habe Erscheinung abwehrenden Talisman. Weiß nicht, was das macht. Greif mich nicht an, das macht das.
Das verringert stark die Agro-Reichweite. Beziehungsweise die Agro mich halt gar nicht. Und der Truppen auch nicht. Die kann ich nicht, was man habe. Ja, irgendwie geht der Gruppenstil nicht. Dann doch noch, ne? Aber der will die ganze Zeit deinen Stun benutzen. Das sieht aber nicht. Bleibt hier. Meine Zeichen. Wie, sind die Fetter von Zähne schon voll? Na dann habe ich auch genug Fetter von Zähne. Oh, ein Meteoritenschwert. Ja gut, aber es ist nicht so gut. Ich tausche das gegen das Schwert ein, aber...
5 die ganze Zeit. Ich spam F5, macht nicht. Jetzt. Verstehe ich manchmal echt nicht. Ich habe nicht am Boden. Das ist so nervig. Dass die immer wegrennen. Die ganze Erscheinung nervt mich. Ich will ja unendlich viel Leben haben.
schon in die Ecke getrieben, ist es dann was anderes. Da kriege ich sie dann auch ganz einfach erledigt. Viel besser schön. Ja, gut. Geh mal hier lang. Fünf. Also ich spam's halt auch wirklich, ne? Wieder nicht. Trick gemacht. So, das habe ich schon. Ich muss erst einmal eines Elfenbeinsingers suchen. Ja, wo ist die denn? Achso, die habe ich schon. Hier. Und nach Vizima würde ich sagen. Ich gehe jetzt nicht zur Striege. In die Gruft komme ich ja auch gar nicht. Zum Herrenhaus. Und jetzt haben wir hier erstmal alles erledigt. Auf diesen Flatterer. Zahnarzt kann ich auch gehen. Jetzt haben wir nämlich hier alles. Ist auf die Insel.
Ich frage mich nur, wann wir Musik sehen. Ich vermisse das. Oder ob. Irgendwie, Yavin, wir haben Tyler kurz gesehen. Ja? Antoinette schickt mich. Wie viele kleine Vettern habt ihr gefunden? 3. Gute Arbeit. Einer der Salamandra hatte ein alchemistisches Handbuch bei sich. Nehmt es. Lebt wohl. Wartet einen Moment. Was gibt's? Danke. Nicht der Rede wert. Mein Inventar ist wieder mal voll. Ja. Mit 3 Bomben gegeben. Nicht ein Buch von 3 Bomben. Naja. Lebt. Ah, wahrscheinlich für jeden eine. Für jeden erfüllten Petter. Soll ich nicht machen? Runtergehen. Und dann noch zu Kalkstein, ne? Wie kann... Ich habe Zdenek getroffen. Den berühmten Boxer. Unglaublich. Habt ihr einen Zahn von ihm? 250 Orens. Ich hoffe, eure Sammlung ist jetzt komplett. Ja, dank euch. Nehmt diesen Zwergensihil, Gwalchir, als Zeichen meines Dankes. Eignet sich nicht für Ungeheuer, aber Menschen kann man damit prima aufschlitzen. Das ist zufällig... Ah, ne. Oh. Also 100% Schaden in Rüstung des Segners. Denkt für dich Treffer, bla bla bla. Aber mit Rüstung. Also, das ist ja. Geil. Oh, das sieht auch geil aus, das Schwert. Oh, geil. Geil, geil, geil. Ich freue mich. Und eine geile Rüstung kriegen wir jetzt auch noch. Dann hat das alles nur ein Ende. Nicht richtig, ja. Ist das eigentlich ein Hauptquest? Nein. Doch. Ist es. Geralt? Kalkstein. Ja. Habt ihr... Tut... Das habe ich mir... Hä? Was kann ich denn die magische Formel mit an der Mitte Rüstung bringen? Ja. Was tun? Ah. Die Elfenformel brauche ich trotzdem noch. Okay. Scheiße. Was ist die denn? Ja, Striege wahrscheinlich. In der Striege, Gruft.
Ja, Kopf der Strieger. Man kann die Strieger nicht mit Rüste bekämpfen. Natürlich. Ja, gut. Alle. Alles pointed towards Striege. Meine Füße schmerzen. Ach, die Stiege machen wir natürlich nach der Pause. Ich gehe doch schon mal hin. Voll viel schneller, wie ich laufe, als in der Stadt. Holy shit. Da sind ganz viele Rucksäcke. Was hast du denn jetzt? Das ist richtig, verpiss dich einfach. Zeichen noch stärker hier. Ich weiß, da war eine, da war Lilly dabei, eine besondere Bruxelles. Oh, und Blutschöner auch. Was
mache ich jetzt mit Lilis Körper? Scheiße. Mann. Hoffentlich spawnt die nicht, die Lilie. Kann ich, es heißt, wisst die Leute, der Garkan ist tot. Trefflich, der ermordet. Lebt. Ist doch dumm, dass die beiden, die sind direkt nebeneinander. Man kann aber immer nur einen mitnehmen, das ist halt nicht durchdacht. Kacke für die Richtung. Alles weg. Nee. Oh Mann. Die Buxeye sind aber alle weg. Nur Lili ist noch da wahrscheinlich. Ja, mach doch hier, GOG, meine Fresse. Ja. Wenn man dann sagen kann, oh ja, ist voll der Ordner. Ach, meine Fresse. Da ist es. Das ist schon nervig bei Hütte. Das abstürzt. Die Hütte ist auch ein bisschen nervig. Ja, die Saves sind auch ein bisschen komisch hier und da. Habe ich ihn gerade abgegeben? Ja, habe ich. Ich bin Priette, Geralt. Ah, hier ist noch eine Überreste übrig und das ist hoffentlich Lili. Ja, ist es. Was krieg ich dafür eigentlich? Na gut, hier geht schon mal nicht lang. Hier aber. Wenn ich will nur mit den Leuten reden. Zumindest mit dem verzweifelten Vater. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Herr, habt ihr meinen Sohn gesehen? Er hat strohblondes Haar, Sommersprossen auf der Nase. Ein Kind von 12 Wintern. Du klingst ja wie ein Kind. Tut mir leid. Ich habe hier Feuer gemacht, damit er durch den Nebel findet. Oh, mein geliebter Sohn.
Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich suche die Striege, die hier irgendwo ihr Versteck hat. Herr, seht ihr die alte Kirche auf dem Hügel? Die Striege lebt in der Gruft. Nachts erwacht sie und streift durch die Gegend auf der Suche nach Blut. Sie lässt euch in Ruhe? Einmal hatte sie es auf mich abgesehen. Aber ich bin nicht weggerannt, denn ich hüte dieses Feuer, das meinen Sohn durch die Nacht führen soll. Das Ungeheuer zögerte und lief dann weiter. Seither meidet es mich. Interessant. Aber ich habe einmal gesehen, wie sie einen Mann erwischt hat. Es war grauenhaft. Erzählt mir davon. Huch. Als das Haus meiner Nachbarn von Elfen in Brand gesteckt wurde, bin ich aus der Stadt geflohen. Die wollten mich zur Armee einziehen. Zum Glück ist König Foltes zurück. Der legt diese Anderlinge wieder an die Kette. Richtig so. Wisst ihr, was ich meine? Oh. Habt ihr Eichhörnchen in der Nähe gesehen? Nein. Sie sind nach Vysima gegangen, die verfluchten Anderlinge. Was haben wir ihnen nur je getan? Ich habe in der Nähe eine Stelle gefunden. Diese Hurensöhne haben einen Menschen entführt und ihn dort gefoltert. Sie haben den armen Kerl bis zum Hals eingegraben und seinen Kopf mit Sirup übergossen. In der Nähe war ein Ameisenhaufen mit roten Ameisen, groß wie euer Daumen. Den Rest kann ich mir vorstellen. Oh, werter Herr. Lebt wohl. Die Holztruhe da. Dann gehen wir zum Negasmann und dann mache ich jetzt noch Pause. Yeah.
Seid gegrüßt. Kann ich es wisst, die Leute? Die Vampir. Die sind tödlich. Ihr. Tausend Ohrens. Nichts, ne? Ich hörte, ihr habt 10 Ungeheuer getötet und Beweise gebracht. Beeindruckend. Ich würde euch gerne belohnen, doch meine Mittel sind knapp. Aber. Hm? Ich kann euch eines meiner beiden prächtigen Schwerter geben, der ihr Temerien einen großen Dienst erwiesen habt. Oh. Schwerter? Eines ist aus rasiermesserscharfem Stahl und wurde wohl von Zwergen geschmiedet. Das andere ist aus Elfensilber. Beide wertvoll, beide tödlich. Außen auswählen, ich würde sagen Silber, aber... Unsichel aus Mahakam. Okay. Also Runensichel. Wird Schaden um 100% in der Rüstung des Gegners. Das haben wir schon. Gut. So, und wir kriegen die Mondklinge von ihm. Die Mondklinge scheint 100% böses Erndeit. 60%. Aber Chance auf kritische Sachen. Gebt mir das Silberschwert. Es gehört euch. Lebt wohl. Genau. Ja, Schaden 100% einfach nur. Straight. Versus 20% Angriff plus 10%. Chance für den Effekt Schmerz. Blenden eine Stunde Positionstreffer. Ne, ich nehme die Mundstellung. So, dann gehe ich auch noch zur Feuerstelle. Was hat Corbin eigentlich jetzt zu sagen? Bitte sagt mal. Ich weiß nicht, was ihr. Ihr findet Anton. Das Ganze riecht nach. Oh. Ich hab doch schon was gemacht. Neue Talente erworben. Ich bin noch kurz zum nächsten Level ab. Nach der Striege dann wahrscheinlich. Stärke, Wundenresistenz, Vitalität. Resistenz, eine Stunde Resistenz. Mehr Ausdauer brauche ich gerade sicher nicht wirklich. Auch Zeichenintensität und sowas. Reizt mich jetzt nicht. Schnelles Silber würde ich gerne mal ausbauen. Und Kuppenstahl. Bronze ist eine Schnuppe. Und Gold. Ja gut, Gold kann ich hier noch nicht machen. Gold kann ich nur hier machen. Gewandtheit und Intelligenz. Dann Gewandtheit. Mach jetzt ein bisschen Mittag. Redanien? Nein. So.
Passfach. Ich denke auf jeden Fall, dass wir das heute fertig kriegen, das Spiel. Also, der Akt scheint nicht so groß zu sein. Der Akt scheint nicht so groß. Ja, es wird wieder größer. Juhu. Was dauert der Scheißdreck, hä? Immer noch. Ich die aus der Mine mal. Könnte klappen. Hat's. Gut, ich muss aber auf die Stelle unterpunkten und Interessant machen, bla 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 bla. Ich bin so in, ja, wahrscheinlich 2 Stunden plus minus wieder da. Dann machen wir wahrscheinlich Kapitel 5 zu Ende. Glaube ich schon. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Addon-Kampagne ist. Null. Da gibt es sogar 2, glaube ich. Aber ja. Bis später und vielen Dank fürs Zuschauen. Thank you.